Hallo Leute, heute ist der 9.11.2019. Ich habe mir gedacht, ich nehme kurz ein Video auf. Leider wieder im Bett. Keine gute Quali, aber naja. Ich möchte jetzt Apple Arcade austesten. Das werde ich nach dem Video machen. Und wollte fragen, ob ihr dazu ein Review wollt. Also eine kurze Zusammenfassung, wie ich die Spiele finde. Es ist ja ein Spieleabonnement, wo ein Monat gratis ist. Und ich habe das noch nicht angefangen, aber mich würde es interessieren und deswegen möchte ich das anzocken. Zumindest ein paar Spiele. Und wenn ihr mehr Infos dazu wollt, kann ich ein Video dazu machen? Bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr ein Video dazu sehen wollt. Und außerdem haben wir morgen einiges vor. Wir fahren weg zu meiner Tante. Aber mein Bruder ist noch zu Hause und die Hunde. Ich hoffe, Anke lässt die Hunde nicht zusammen, weil das geht noch immer nicht. Aber es wundert auch keinen, es ist erst 3 Tage oder 4 Tage her, dass er den Chip bekommen hat. Und ja, aber ich glaube, es könnte schlecht ausgehen, weil Anke der Meinung ist, sie müssen sich das ausmachen. Wenn morgen einer meiner Hunde tot ist, dann kriegt sie Ärger. Naja. Am liebsten würde ich zu Hause bleiben. Anderes Thema. Ich habe jetzt eine zweite SIM-Karte und die Telefonnummer weiß ich noch nicht auswendig. Aber ich werde die jetzt überall ändern, weil das meine Arbeitsnummer ist. Und damit nicht überall meine Privathandynummer steht, möchte ich die auf die Nummer umstellen, die ich als Arbeitshandy benutze. Ich meine, es hat zwar noch nie jemand angerufen, aber damit mein Privathandy nicht überlastet wird. Das hat jetzt auch einige Tage gedauert. Ja, wieder unzusammenhängende Informationen. Ich bin gerade ziemlich nervös, ich weiß nicht warum. Ich habe auch schon ein Beruhigungsmittel genommen gerade. Aber es hat ein bisschen gedauert, weil Mama Besuch hatte. Und ich hoffe, dass es mir in der nächsten halben Stunde besser geht. Und dass es besser wird und dann ja bald schlafen kann. Mir geht es momentan sehr schwankend. Mal eine halbe Stunde ganz gut, dann wieder ganz schlecht. Ich kann aber nicht sagen, warum. Das ist total instabil im Moment. Ich meine, ich habe immer Stimmungsschwankungen, aber so stark wie es im Moment ist, habe ich es eigentlich nicht. Und das macht mich echt fertig. Ich bin auch ziemlich müde. Ich bin schon müde seit dem Aufstehen. Ich habe heute bis um 11 geschlafen. Und bin nicht wach geworden dazwischen. Also zwischen Aufstehen und jetzt schlafen gehen. Weil ich einfach total übermüdet bin. Ich weiß nicht warum, ich habe nichts Anstrengendes gemacht. Aber irgendwas macht mich momentan fertig. Ja, das ist halt einfach so.
bin nächste Woche wieder bei Kerstin am Dienstag. Dienstagnachmittag habe ich dann das Konzert. Oder bin ich dann am Konzert? Oder abends? Sarah Connor Konzert mit Sonja. Sonja kommt um 2. Und am Montag muss ich Katheter wechseln. Das macht mich auch schon ziemlich nervös, weil das immer ziemlich weh tut. Aber das habe ich jetzt eh schon tausendmal erzählt. Aber es macht mich halt immer noch nervös. Und übernächste Woche bin ich dann wieder bei Christoph. Am 18. Und das sind so die Pläne für die nächsten Tage. Und wenn ich mehr weiß, melde ich mich wieder dazu. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Oder wann immer ihr das Video seht. Einen schönen Tag auch. Und macht's gut. Ciao. Eure Ines.